herzlich willkommen zurück bei Pure Power Pandas. Freut mich, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt. Ich werde euch heute nämlich ein bisschen was über den Craft Women's Run erzählen. Das ist ein Laufevent, an dem ich letzte Woche teilgenommen habe. Und wie der Name schon sagt, es ist ein Laufevent nur für Frauen. Und es ist ein Laufevent für Frauen jeden Alters, beziehungsweise ab 10 Jahren. Da kann jeder mitmachen und auch jeder, der gar nicht laufen mag, weil man kann alle Strecken auch einfach gehen. Ich werde euch halt ein bisschen Informationen darüber geben, falls ihr Lust habt, nächstes Jahr mitzumachen. Ich werde euch ein bisschen was von meiner Erfahrung erzählen, aber nur so am Rande, weil dazu gibt es einen ganzen Blogpost, den ich euch unten verlinke. Was euch wahrscheinlich am meisten interessieren wird, ich werde euch zeigen, was in der Goodie Bag ist. Die gibt es nämlich mit dazu, die ist im Startpreis enthalten. Da sind jede Menge Gratisproben von den Sponsoren des Events drin und das werde ich euch heute mal genau zeigen. So, der Craft Women's Run ist, wie der Name schon sagt, ein Event nur für Frauen. Ich habe mir gedacht, ich laufe die 5 Kilometer Strecke. Man hat nämlich die Auswahl zwischen 5 und 8 Kilometern. Aber ich dachte mir, nachdem es mein allererstes Laufevent ist, reichen mir auch die 5. Der Startpreis sind 25,90 € bzw. 29,90 €. Es kommt ganz drauf an, wann man sich anmeldet. Je früher man sich da online anmeldet, desto günstiger wird es. Wo ihr euch da genau anmeldet, das verlinke ich euch einfach mal unten. Im Startpreis ist auch dieses Fitness-Shirt enthalten. Da ist das jährliche Logo drauf. Dieses Jahr ist es Energiebündel. Ja, und wenn man da hinkommt, gibt es da die Women's Village. Da gibt es dann jede Menge Stände von den Sponsoren, wo man neue Produkte ausprobieren kann. Man kann an Gewinnspielen teilnehmen. Dann gibt es noch so einen Spa-Bereich, wo man so Kosmetikbehandlungen bekommt. Die tun einem auch die Haare flechten, wenn man das möchte. Ich habe daran bloß leider nicht teilgenommen, weil da war eine ziemlich lange Schlange und ich bin dann irgendwie doch zu spät hingekommen, um mich da anzustellen. War aber nicht weiter schlimm. Dann gibt es auch noch eine Bühne mit so kleinen Show-Einlagen vom Fitnessstudio Elements. Kurz bevor der eigentliche Lauf losgeht, machen dann die Fitnesstrainer vom Fitnessstudio Elements so ein paar Übungen vor, um sich, dass man sich schon ein bisschen aufwärmen kann für den Lauf. Der Lauf selber hat jede Menge Spaß gemacht und war echt nicht so anstrengend. Es ist super cool, dass man mal in so einer großen Gruppe läuft, weil normal, wenn man joggen geht, ist man ja dann doch oft alleine. Und es hat mir auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht. Und wenn man nachher wieder ins Ziel einläuft, gibt es auch wieder jede Menge Verpflegung mit Getränken und Obst. Wenn man möchte, kann man sich seine Zeit auch messen lassen. Dazu mietet man so einen kleinen Chip, den man sich an den Schuh dran macht. Die Miete kostet 3 €. Wer seine Zeit messen lässt, der kann natürlich nachher auch sich eine Urkunde abholen. Ich habe 27 Minuten und eine Sekunde für die 5 Kilometer gebraucht und habe Platz 159 erreicht. Aber jetzt Schluss mit Reden. Jetzt zeige ich euch einfach mal, was in der Goodie Bag drin ist. Erst eine brandneue Ausgabe von Runners Magazin mit einem Women's Run Special, wie das ausschaut. Dann von Fructis einmal Shampoo und Conditioner. Ich habe es übrigens schon ausprobiert, weil ich habe das tatsächlich zweimal bekommen. Ich finde, es riecht echt toll. Ganz fruchtig, wie meistens bei Fructis. Aber ich finde, es ist nicht so feuchtigkeitsspendend, wie ich es gerne hätte für meine Haare. Compete hatte auch einen Stand da. Da habe ich so ein Blasenpflaster bekommen. Dann habe ich von der Firma Sagella, also ich weiß nicht, ob man da Sagella sagt. Das ist so eine Firma, die machen Intim-Waschseifen. Und da gab es eben so ein Schweißband. Und das Süße ist, das hat hier so einen kleinen Reißverschluss. Da kann man seinen Hausschlüssel reintun, wenn man laufen geht. Und natürlich auch Gratisproben von der Waschseife. Dann von der Firma Nature. Addicts. Das habe ich jetzt schon ganz oft im Supermarkt gesehen, aber noch nie ausprobiert. Das sind diese getrockneten Früchte. Hier haben wir Himbeeren mit Apfelbasis. Muss ich mal ausprobieren. Also riechen tut's wie Süßigkeiten. Schmeckt auch wie Süßigkeiten. Steht aber drin, einzigartiger Fruchtsnack ohne Zuckerzusatz, ohne künstliche Farb- und Aromastoffe. 100% aus Frucht. Aber lecker. Noch eine Zeitschrift, die Women's Health. Ich mag solche Fitnesszeitschriften immer ganz gerne, weil da meistens sehr viel Sportübungen drin sind. Ein bisschen was über Sportmode, auch was über Essen und Ernährung, das mag ich immer ganz gerne. Freue ich mich schon drauf, habe ich noch gar nicht reingeschaut. Tavol hatte auch einen eigenen Stand da. Finde ich ganz cool, weil das habe ich erst gesehen, als ich zu Hause die Goodie Bag aufgemacht habe. Das ist Pervol Sport, das ist anscheinend ein Waschmittel, das extra für Sportklamotten gemacht ist, weil man dann doch ein bisschen mehr reinschwitzt und dann bleiben die länger frisch. Und wie ich hier auch gerade sehe, steht da, erhält die Membranfunktion. Das heißt also, dass wohl gerade bei so Sporttextilien die Struktur vom Gewebe nicht kaputt geht. Dann gibt es von Alpro Soja Kokos und Reismilch, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Machen wir doch gleich mal einen Produkttest. Also im ersten Moment ganz komisch, aber dann kommt dieser Kokosnussgeschmack durch und dann ist es echt lecker. Aber ich habe das Gefühl, man sollte die gekühlt trinken. Dann war da noch so ein Stand mit Zahnbürsten. Da bin ich einfach mal hingegangen und habe das mitgenommen. Da hat man so eine ganz feine Zahnbürste bekommen und dann solche Interdentalbürsten. Packung ist noch zu, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ha, wie es ausschaut, ist die Firma aus Schweden. Dann von Kneipp eine Schaumdusche. Orangenblüte und Jojobaöl. Ich habe noch nie eine Schaumdusche ausprobiert, also ich weiß nicht genau, was das eigentlich ist. Also ich gehe mal davon aus, dass da so ein Mousse rauskommt. Das testen wir jetzt gleich mal. Oh.
Sollte man wohl eher unter der Dusche benutzen. Riecht aber echt lecker. Als könnte man es essen. Wie so eine Ahoi-Brause ein bisschen. Und dann von Treacle Moon. Einmal die Cinnamon Nights und einmal den One Ginger Morning. Ich kenne beide Geruchsrichtungen schon und finde beide toll. Ich finde dies halt super frisch. Riecht so ein bisschen, als könnte man sie essen, aber das tut die genauso. Ja, momentan habe ich eh in der Dusche diese ganz große Verpackung von diesen Those Lemonade Days, so heißt sie. Die riecht nach Zitrone. Ich habe mir die extra für den Sommer gekauft, weil ich fand, das passt perfekt auf den Sommer, der Geruch. Also ich bin voll happy damit. Dann habe ich noch von der Firma Sixtus verschiedene Fußgels bekommen. Und da kann man eins irgendwie, glaube ich, vor dem Sport benutzen und dann die anderen zwei, glaube ich, nach dem Sport. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich werde es auch jetzt nicht im Video ausprobieren. Das ist gleich ein bisschen komisch. Aber ich werde euch da mal auf dem Laufenden halten. Dann habe ich noch so ein riesiges Kühlpad bekommen. Man kann es aber auch warm benutzen. Tut es entweder in warmes Wasser oder eben im Kühlschrank oder in die Mikrowelle, sehe ich gerade. Und dann kann man das eben drauf tun, wenn man irgendwie eine Zerrung hat oder eine Beule am Kopf, wenn man gegen was gelaufen ist. Dann habe ich noch von Runners Point so ein Haarband bekommen für die Haare. Super praktisch. Schon wieder von Sagella. Ist halt wieder eine Intimwaschlotion. Kann man mal ausprobieren. Und zu guter Letzt ein Vitamin B-Komplex von Vitamix. Vitamin B und L-Carnitin. Ich sehe auch ganz viel Vitamin B12 drin. Generell, also von allen Vitaminen, die da drin sind, sind immer 100% der Tagesdosis drin. Also es ist so ein richtig kleiner Energiekick in der Flasche. Meine Tüte ist jetzt leer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr fand es interessant und hat euch vielleicht auch ein bisschen Lust dazu gemacht, nächstes Jahr auch am Women's Run teilzunehmen. Der ist ja, wie gesagt, in vielen verschiedenen Städten. Der ist in Köln, München, Berlin, Frankfurt und Wien. Also das sind 5 Städte, von denen sicherlich eine in eurer Nähe liegt. Ihr müsst keine absoluten Sportprofis sein. Ihr müsst nicht viel laufen. Ich war vorher maximal 2-mal in der Woche laufen, aber meistens bloß einmal. Also man muss nicht super sportlich aktiv sein. Das ist einfach ein cooles Event, was echt ganz viel Spaß macht. Man kann da mit seinen Freunden hingehen. Man kann sich auch ein bisschen herrichten für einen Lauf, weil es gibt auch Preise für die coolsten Outfits. Also es macht richtig viel Spaß. Und wenn ihr Lust bekommen habt, schaut auf jeden Fall mal auf meinem Blog vorbei, auf purepowerpanda.com. Da könnt ihr nochmal ganz viel über das Event nachlesen. Und natürlich setze ich euch in die Infobox die ganzen Links. Dann könnt ihr euch anmelden fürs nächste Jahr. Wobei ich weiß gar nicht, ob man sich schon jetzt anmelden kann. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal für Newsletter anmelden. Weil dann wisst ihr gleich Bescheid, wenn der nächste Lauf ist. Das war's dann auch von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.